Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Baphomets Fluch Teil 2. Ich bin's wie immer, euer Paddy, hier für euch live am Start und wir waren das letzte Mal jetzt im Aufzug schon gewesen und... Ich kriege die Türen nicht mit meinen bloßen Händen aufgeschoben. Dafür gibt es doch normalerweise auch einen einfacheren Weg. Ja, ist ja gut. Ja, wir waren das letzte Mal oben und das zeige ich euch jetzt einfach nochmal. Los geht's. Einmal mit dem Fahrstuhl hoch. Gerade noch rechtzeitig. Ich habe den Lichtstrahl unterbrochen, damit sich die Tür nicht schließt. So kann niemand anders den Aufzug benutzen. Aber was jetzt? Jetzt müssen wir irgendwas haben, um das zu blockieren. Und da würde ich sagen... Nehmen wir einfach das. Nein, ich muss mir was anderes überlegen. Also das schon mal nicht. Das Teil? Ich bin nicht überzeugt, dass wir das Richtige tun. Ja, ich auch nicht. Deswegen sind wir ja hier. Ja, was könnte denn gut sein? Keine so gute Idee. Das bringt's nicht. Ah, du bist aber auch ein schwieriger Fall. Keine so gute Idee. Was können wir nehmen, was den Aufzug blockieren könnte? Der Wurm ist zwar schleimig, aber nicht klebrig. Was Klebriges? Nimm das. Glaube ich nicht. Wenn ich meine Hand vor den Sensor halte, gehen die Türen nicht zu. Aber ich kann ja nicht ewig so stehen bleiben. Warum denn nicht? Auf der großen Kiste steht noch eine kleinere. Die kleine Kiste wackelt gefährlich. Ja, dann schieße um. Nein, das hilft mir nicht weiter. So, damit dürfte sich diese Tür nicht mehr schließen. Ja, na klar. Warum auch nicht? Gerade als ich mich mit der kleinen Kiste abmühe, fällt mein Blick auf den Aufkleber. Vorsicht, lebende Fracht, nicht werfen. Was da wohl drin sein wird? Keine Chance. Was immer auch in diesen Kisten ist, es ist sauschwer. Tja. Dann nehmen wir halt den Palettenwagen. Ich habe nicht genug Platz, um den Griff zu bewegen. Ach so, also steht das Ding... Die Statue ist viel zu schwer. Ich schaffe es nicht, sie zu bewegen. Ich möchte lieber nicht riskieren, die Kiste fallen zu lassen und die lebende Fracht kennenzulernen. Jetzt kommst du aber doch an den Palettenwagen. Oder auch nicht. Na gut, dann nicht. Die Statue ist viel zu schwer. Bist aber auch ein Nörgel, Heinz. Naja, gucken wir uns mal weiter um. Dieses Fenster kann man nicht aufmachen. Tja, Lüftung wird überbewertet. Ein massiver Balken versperrt die Türen. Diese Türen lassen sich nicht öffnen. Wurden extra dafür konzipiert, dass sie sich nicht öffnen lassen. Eieieiei. Ich lasse den Sensor lieber in Ruhe. Und die Kiste? Ich kann die Kiste nicht wegschieben. Ich muss erst den Lichtstrahl mit etwas anderem unterbrechen.
Ich möchte lieber nicht riskieren, die Kiste. Eieieiei. Die Beschriftung dieser Kiste lautet: Vorsicht, lebende Phoben, und an den Seiten sind kleine Löcher angebracht. Aus dem Inneren dringen kratzende Geräusche. Eine große Kiste ohne Aufkleber. Die Statue stammt wahrscheinlich aus Süd- oder Mittelamerika. Ach, da oben ist sogar noch ein Greifarm. Mit einer Laufrolle ohne Seil kann ich nicht viel anfangen. Die Kette ist zu kurz. Die Handschellen reichen nicht von der Statue bis zur Laufrolle. Du hast doch nur was zu nörgeln, oder? Schlimm mit dir. Naja, dann gib uns mal ein paar Tipps. Nicht die Tipps, sondern was sollen wir als nächstes tun? Ich bin jetzt im Obergeschoss, weiß aber nicht weiter. Was soll ich tun? Tipp 1. Du könntest zum Beispiel das Licht einschalten. Ist ja an. Tipp 2. Drücke den Lichtschalter neben dem Aufzug und zieh dich um. Und Tipp 3. Der Schein des Lichts fällt auf einige Kratzspuren. Wir gucken erstmal. Na, weil Licht ist ja in dem Sinne schon an. Nichts passiert. Könnte daran liegen, dass der Aufzug schon hier auf diesem Stockwerk steht. Aha! Da ist also noch ein Licht. Ah, und da sind die Kratzspuren. Auf dem Boden ist ein halbrunder Kratzer, so als wäre in der Wand daneben eine Tür geöffnet worden. Also hier müsste theoretisch irgendwo ein Schalter sein. Da. Meine Finger fühlen den Umriss einer Geheimtür in der Wand. Plötzlich ertaste ich einen kleinen, runden Pfropfen, der völlig plan in die umgebende Holzverkleidung eingelassen ist. Genau das hatte ich doch gehofft. Ein Geheimraum. Aha! Interessant. Nico! Du hast Bonus-Comics freigeschaltet? Okay. Erstmal aufheben. Schau dir das hier mal an. Es ist eine kleine Statue einer knienden Figur mit einem aufwendigen Kopfschmuck. Der Kopf ist scheußlich, mit riesigen, starren Augen in einem halbverwesten Gesicht. Hey, irgendjemand versucht, die Lobino-Puppen zu verkaufen. Befrei sie erstmal. Los. Halt still, das könnte jetzt ein bisschen wehtun. Au! Sei froh, dass du keinen Schnurrbart hast. Das wird ja auch Zeit. Du hättest mir ruhig zuerst helfen können, statt dir sofort alles zu schnappen, was hier rumliegt. Nicht so laut, die hören dich sonst noch. Mach diese Seile ab, und zwar sofort. Bei deiner Laune ist das vielleicht keine so gute Idee. Wo ist Pablo, der große Typ? Aus dem Rennen. Er verträgt keinen Wein. Bist du okay? Natürlich nicht. Binde mich augenblicklich los. Was ist nur los mit dir? Was? Mach mich sofort hier los. Was? Mach mich sofort hier... Ja, ist ja gut. So, und wie geht's dir jetzt? Ach, danke, George. Wie um alles in der Welt hast du mich gefunden? Ich wusste, dass Aubier in Marseille gewesen ist. Aber das ist doch jetzt unwichtig. Warum erzählst du mir nicht der Reihe nach, was hier los ist? Angefangen bei diesem Maya-Stein. Ich habe ihn von einem von Kersaks Männern in Paris bekommen. Eigentlich hatte ich eine Ladung Drogen erwartet. Drogen? Ja. Der Beweis, den ich brauchte, um Kersaks Schmugglerring auffliegen zu lassen. Ich hatte es so eingefädelt, dass ich als Kurier für ihn arbeiten sollte. Ich wollte sofort zu Inspektor Mouet gehen, sobald ich den Beweis hatte. Aber statt der Drogen, die ich erwartet hatte, schickten sie mir diesen Stein. Um mehr darüber herauszufinden, rief ich Professor Aubier an, der mich in sein Haus einlud.
Zumindest dachte ich, es sei Aubier. Ich verstehe das nicht. Wenn Karsaks Geschäftszweig die Drogen sind, warum will er dann unbedingt diesen Stein in die Hände bekommen? Vielleicht hat er eine bestimmte Bedeutung für die Menschen in Mittelamerika. Es könnte irgendwie Karsaks Mittel sein, sie zur Arbeit für ihn zu zwingen. Auf jeden Fall müssen wir hier raus. Und das schnell. Nico, warte. Die Frau ist unmöglich. Also schnell hinterher. Wir können den Aufzug nicht benutzen. Wenn dieser Schlägertyp Pablo sich wieder erholt hat, wartet er da auf uns. Wir müssen aber irgendwas tun. Wo führt diese Tür hin? Ich bin mir nicht sicher. Tja, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir hier weiter vorankommen. Abgesperrt ist die Tür, ja? Die Statue ist viel... Moment, hier drinnen hatten wir doch den Stuhl. Vielleicht können wir den ja nutzen, um irgendwie an diesen... Nö. Wäre auch zu schön gewesen. Hier haben wir nichts weiter, okay. So, ich gucke jetzt mal, ob wir vielleicht irgendwie... Eine Statue aus Feuerstein, die eine groteske Figur mit riesigen bösen Augen darstellt. Na gut. Vielleicht können wir jetzt das Seil nutzen, um zur Laufrolle zu geraten. Mit einer Laufrolle ohne Seil kann ich nicht viel anfangen. Laufrolle ohne Seil, aber Seil hat sie ja in dem Sinne. Falsch, ganz falsch. Aber ich bin nah dran. Falsch, ganz falsch. Ah. Schwierig, schwierig, schwierig. Glaube ich nicht. Das ist es nicht. Wäre aber witzig. Das ist das Seil, mit dem der große Junge, was für ein Souvenir. Na, da hast du ja auch nicht zugegriffen. Ich möchte lieber nicht riskieren. Die Statue ist viel zu schwer. Wir brauchen noch mal einen Tipp. Es tut mir leid, es tut mir leid. Die einzige Tür ist abgeschlossen. Was jetzt? Tipp 1. Vielleicht helfen dir der Palettenwagen und die Statue weiter. Tipp 2. Du musst die Kisten verschieben, um an den Palettenwagen ranzukommen. Überklebe mit dem Klebeband von Nico... Die photoelektrische Zelle. Okay. Schiebe die Kisten neben dem Aufzug zurück und stell die kleinere Kiste darauf. Bewege dich jetzt auf die andere Kiste. Ja, jetzt verstehe ich das Ganze. Er hat ja nämlich hier noch gesagt, wir brauchen ja irgendwas, was das blockieren könnte. Kleben wir mal das zu. Mit etwas Glück verhindert das Band, dass sich die Türen schließen. Dann kann der Indio den Aufzug nicht benutzen. So, jetzt hebt die mal nach drüben. Die hier mal weg. Jetzt kommen auch an diesen netten Palettenwagen, wer auch immer den so blöde gestellt hat. Die Palette hebt sich etwa 10 cm über den Boden und ich spreche ein stummes Dankgebet an den unbekannten Erfinder der Hydraulik. Was um alles in der Welt machst du da? Ich versuche die Statue hochzuheben, damit ich sie da oben einhaken kann. Und das soll uns irgendwie weiterhelfen? Ich beschäftige mich nun mal gerne manuell in Zeiten erhöhten Stresses. So, und jetzt geh mal weg, Nico. Wir müssen hier arbeiten. Mit einer Laufrolle ohne... Die Statue ist... So. Ich glaube, die Räder des Hubwagens sind blockiert. Warum nur? Okay, können wir das hier irgendwie nutzen? Zu schwer. Kann ich...
ein hydraulischer Hub war. Wir haben es zwar jetzt weggekriegt. Der Palettenwagen ist frei. Wie kann ich ihn benutzen? Das wäre jetzt hilfreich. Ja, irgendwie muss ich auf die Laufrolle. Um ihn anzuheben, befestige die Statue mit einem Seil an der Laufrolle. Also doch das Seil nutzen. Aber ich dachte, da kommt er nicht ran. Es wäre leichter, das Seil erst an der Statue zu befestigen. Ja, ist ja gut. Neunmal klug. Dann mach's doch selber. Weil das Ding, das hängt ja eigentlich viel höher. So, jetzt lassen wir mal... Ich glaube, die Räder des Hubwagens sind... Die Statue ist viel... Mit einer Laufrolle ohne... So, und jetzt? Aha, okay. Na, und jetzt schieben wir das Ding an. Die Statue ist zu schwer. Ich schaffe es nicht, sie allein zu bewegen. Na, dann nimm sie zur Hilfe. Los, Nico soll ein bisschen behilflich sein. Hast du auch nur die Ich kenne mich mit Maya-Gottheiten nicht sonderlich gut aus, George. Aber wie immer er heißen mag, er ist auf jeden Fall porthässlich. Könntest du mir kurz dabei helfen, diese Statue wegzuschieben? Wozu? Das hier, meine Liebe, ist unsere Fahrkarte in die Freiheit. Wenn du es sagst, mein Lieber. Ganz schön zickig. Ganz schön zickig, Fräulein. Okay, schieb. Großartiges Teamwork. War schön, mal wieder mit Ihnen zu arbeiten, Mr. Stobbart. Was soll denn das heißen? Was ist dein Problem, hä? Das hier habe ich in deiner Handtasche gefunden. Oh, das war ein Geschenk. Ich weiß, ich habe die Karte gelesen. Weiß der Himmel, was André sich dabei gedacht hat. Das weiß sogar ich. Ist doch wohl offensichtlich. Frechheit. Schau mal, der kleine Kerl unten war mit den Dingern gefesselt. Das muss Pablo gewesen sein. Kann ich ihm nicht mal übel nehmen, der Winzling ist gefährlich. Bist du immer noch sauer wegen des Giftpfeiles? Natürlich bin ich sauer. Aber doch nicht sein Problem. So, jetzt müssen wir mal gucken. Okay, erzähl mir mal, was du über die Condor weißt. Condor Transglobal exportiert Azteken- und Maya-Kunstwerke von Mittelamerika nach Europa. Aber das ist nur eine Fassade für ihr wirkliches Geschäft. Drogenschmuggel. Welchen Beweis hast du dafür? Noch gar keinen. Erzähl mir mal was über diesen Karsak. Naja, ich habe ihn nur ein paar Minuten gesehen, aber er macht mir Angst. Und ich habe den Eindruck, dass auch Pablo nervös war, wenn der in der Nähe war. Seine Augen. Wie die eines wilden Tieres, eines Tigers. Das hat mich am meisten erschreckt an ihm. Er sah so unberechenbar und gefährlich aus. Mhm. Wusstest du, dass Ubiers Frau ein Filmstar war? Nein, ich wusste nicht mal, dass er überhaupt verheiratet war. Was ist mit ihr geschehen? Sie ist gestorben, offenbar unter mysteriösen Umständen. Wie mysteriös? Ich habe gehört, sie ist ermordet worden, vielleicht sogar von Ubier selbst. Ein Mörder? Was? André hat gesagt, er sei so etwas wie eine Berühmtheit. Tja. Hat dir dieser Indio was angetan? Wenn man mal von Entführung, Drohungen und Fesseln absieht, nein. Was ist mit dem kleinen Kerl? Ich glaube kaum, dass er weiß, wo er ist oder was er hier tut. Der Große, Pablo. Er hat Titi Poco aus dem Dschungel mitgebracht. Titi was? Titi Poco. Ich habe gehört, wie Pablo den Zwerg so genannt hat. Mhm. Darum spricht er unsere Sprache nicht. Weißt du, von wo aus die Condor arbeitet? Von Mittelamerika aus, einem Ort namens Caramonte. Den Namen habe ich unten auf einem Zettel gesehen. Hast du da vorhin was von Inspektor Moe gesagt? Ja. Erinnerst du dich noch an ihn? Natürlich, aber ich dachte, der sei tot. Oh nein. Er tauchte wieder auf, nachdem etwas Gras über den Templerfall gewachsen war. Als er herausfand, wer alles bei den Neo-Templern mit drin hing, tauchte er in der Versenkung unter. Moe wusste mehr, als gut für ihn war.
Weiß er, dass wir in den Fall verwickelt waren? Wenn er etwas weiß, sagt er zumindest nichts. Trotzdem ist er ganz plötzlich befördert worden. Erkennst du das Ding hier wieder? Ist das der Pfeil, mit dem sie mich ausgeschaltet haben? Genau der. Ich habe ihn als Souvenir behalten. So, meine Freunde, aber die Zeit ist nun leider schon wieder rum. In der nächsten Folge treten wir die Flucht an. Seid auf jeden Fall dabei. Ich sag schon mal bis dahin, euer Paddy und ciao.